Heidi, ho meine Amigos und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Ark PlayStation 4 und zwar heute auf unserem Nitrado-Server Scotch Earth. Und ihr wisst ja, wir haben das kleine Afrika-Dorf gebaut in den Streams auf der Sari-TV auf Twitch Montag, Mittwoch und Freitag immer um ca. 20 Uhr geht's los, seid dabei und auch am Dienstag, wenn Genesis rauskommt, sind wir natürlich live mit am Start. Leute, aber wir haben das Dorf fertig gebaut. Ich zeige es euch jetzt ganz, ganz kurz am Tag und dann machen wir eine epische Rundflug-Session in der Nacht. Ich will da richtig was rausholen. Also bleibt dabei und schaut es euch bis zum Ende an. Jetzt gehen wir mal am Startpunkt. So Leute, und da sind wir nun angekommen. Hier ist praktisch der Eingangsbereich zu unserem Dorf und wer es nicht weiß, hier oben ist das Originalvideo verlinkt, wo ich das ganze Projekt erkläre, wegen Missionär und so weiter. Und zwar, dass wir in diesem Dorf Strom haben. Hier ist das Stromhäuschen. Ihr seht, wir haben diese Stromleitungen, Überlandleitungen, damit überhaupt jedes Haus Strom hat, bis auf das vom El Capo. Und das zeige ich euch auch gleich. Also das ist jetzt unterm Tag aus. Links und rechts haben wir kleine Häuser. Hier ist die Badeanstalt, sprich, hier ist praktisch ein bisschen Deko am Schlüssel. Ihr seht, Fässer und so weiter sind da und hier kann man auch gemütlich was trinken oder sich waschen. Also hier ist das Badehaus, das Wasserhaus. Natürlich in der Wüste sehr geil. Hier sind die Wohnhäuser links und rechts, alles schön ein bisschen abgegrenzt mit so Gemäuer und so. Und überall eben Stromleitungen und auch die Häuser sind innen drin mit Licht ausgestattet. Seht ihr dann in der Nacht babamäßig. Wir haben richtig was geschaffen, muss ich echt sagen. Es ist immer wieder so ein bisschen Deko. Es wurde alles ohne Cheats gebaut, bis auf im letzten Stream waren wir im Cheat drin, weil wir die ganzen Artefakte und so Deko-Sachen gecheatet haben. Hier haben wir das Lager alles natürlich gefarmt und auch natürlich hergestellt. Hier haben wir einfach unsere ganzen Sachen gemacht. Das Ding haben wir geschenkt bekommen. Wurde nicht gecheatet oder selbst gebaut, wurde geschenkt, meine Freunde. Da haben wir unsere ganzen Dinos drin. Aber die Dinos, was uns auch begleitet haben, haben wir auch ausgestellt und zwar gleich hier oben. Hier haben wir unseren Stall praktisch, wo die Dinos drinnen gewohnt haben. Hier haben wir unseren kleinen Außenständigen, der kleine pinke Fratz. Hier wurden die Eier gebrütet, hier in diesem Bruthaus. Hier ist noch ein Feuerplatz, wo man praktisch gemütlich rumsitzen kann und chillen kann. Und hier ist dann praktisch der Knast, mehr oder weniger. Und hier haben wir unsere ganzen Dinosaurier-Freunde, die mit uns gekämpft haben und die uns begleitet haben während der Streams. Und hier ist die Statue zum großen weißen Meister, der das Ganze hier ermöglicht hat, damit das Volk hier in Ruhe leben kann. Ein paar Artefakte, schaut in der Nacht babamäßig aus und einfach alle Dinos, was wir so gebraucht haben und auch geschenkt bekommen haben. Und hier ist die Hütte vom Häuptling, meine Freunde. Innen drin eher sporadisch eingerichtet, aber in der Nacht babamäßig, kann man sagen. Ihr seht oben eher im Pink gehalten, durch Artefakte, mit Glas beleuchtet, innen drin im Baum, alles mit Artefakte. Kriegstrommeln sind am Start, Kästen mit Maps sind am Start und natürlich auch ein großes Bett, wo der Häuptling mit seinen Frauen ein bisschen chillen kann. Das Ganze schauen wir uns jetzt auch noch von oben an, meine Freunde. Hier sieht man jetzt nicht viel, weil das ist ja praktisch das Haus vom El Capo. Da sieht man unten bei dem Brutgehege den Rauch aufgehen. Sieht eigentlich alles so recht aufgeräumt aus. Ihr seht, das ganze Gebiet war praktisch unser Dorf. Das haben wir gebaut während der letzten Streams. Wir haben natürlich auf Genesis gewartet und ja, haben wir uns gedacht, machen wir einfach das als Projekt. Ich finde, es ist ganz geil geworden und jetzt gehen wir aber in die epische Geschichte rein, Leute. Ich glaube, wir haben jetzt genug geschwätzt. Jetzt zeige ich euch, wie das Ganze bei Nacht ausschaut und da machen wir richtig schöne Überblendungen. Das heißt, ich wünsche euch immer einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal, euer Sari. Ciao, ciao.